Servus. Infineon. Ganz gut gelaufen die letzten Tage. Gerade geadelt worden durch die BNP mit einem Kursziel jenseits von Gut und Böse. Zumindest jenseits von Gut sogar. Ein interessanter Wert, der noch nicht genau entschieden hat, wohin er will. Es gibt Tendenzen nach oben, könnte aber eine Falle sein. Wir sprechen drüber in Crash Cash. Da sind wir wieder. Grüß dich, Flo. Servus, Thomas. Die BNP hat ja so eine bullische Aussage getätigt für die Infineon. Und wenn man so mal ein bisschen reinliest, was der Analyst gesagt hat, so richtig überzeugend finde ich das nicht. Wie denkst du denn das? Ist das jetzt für dich ein Kaufargument, wenn man so die Argumente liest? Nicht wirklich. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die offensichtlich anderer Meinung sind. Und charttechnisch habe ich mir auch das eine oder andere angeschaut, was darauf hindeutet, dass es bergauf gehen könnte. Also grundsätzlich ist die Stimmung natürlich positiv. Die meisten Analysten sind auf der Buy-Seite. Wenn ich mir im Detail das angucke, was da jetzt gesagt wurde, dann überzeugt mich das zwar fundamental nicht so ganz, aber es gibt unter den Analysten und den Charttechnikern sehr deutlich ein Sentiment nach oben, glaube ich. Ja, und wenn man uns das mal, jetzt fangen wir mal mit der Charttechnik an, wenn wir uns das mal anschauen, da habe ich mir verschiedene Analysen rausgeschaut, zum Beispiel eine hier am Wochenende von Marius von Projekt 30 und in die würde ich gerne mal reinschauen, weil hier geht es im Wochenchart, also wirklich sehr weit blickend, hat sich hier so eine so ein Dreieck gebildet und solche Dreiecke haben die Chance, nach oben und nach unten auszubrechen. Und da hören wir mal kurz rein. Wir haben eine Klasse 1, eine Klasse 2, eine schöne 3, eine wunderbare 4 und hier die Das sind solche Formationszählungen, also die 1, die 2, die 3, die 4, die 5. Und danach, nach der 5, kann es immer noch mal oben und unten getestet werden. Und dann wird sich aus dieser Formation eigentlich in eine Richtung entschieden. Ende 5 und dann gab es einen Anlauf zur Unterseite, ohne dass die Trendlinie gebrochen wurde. Und jetzt haben wir hier mit der Kerze 1, 2, 3, 4, 5 Wochenkerzen. Wir haben 5 Wochenkerzen, das heißt, 5 Wochen hängen wir jetzt an diesem Widerstand fest. Und wenn das Ganze ausgelöst wird, Nahe der oberen Trendlinie dieses symmetrischen Dreiecks bei 38,51 bricht der Vogel aus. Erstes Ziel 43,85, das und die Analysten hatten ja so ein Kursziel von paar 50 ausgegeben, glaube ich 54, 55. Das wäre auch so ein bisschen das statistische Ziel in diesem Dreieck wären dann diese 55. Quatsch, das statistische Ziel dieses symmetrischen Dreiecks bei 52,81, das 100% Ziel 62,60 und was wir immer machen bei dem 100% Ziel ist ja die Höhe 1 nach 2 an die 5 zu legen. Und wenn man das an die 5 legt, dann kommt man zum 100% Ziel. Wichtig ist aber das statistische Ziel, dafür haben wir den Also Formationsrechner. da gibt es viele, zumindest charttechnische Argumente, warum das so sein sollte und warum die Infineon jetzt auch hier einen Ausbruch hinbekommt. Wenn wir uns das Ganze mal fundamental anschauen, dann waren die Aussagen der Analysten eigentlich nur so im Groben. Naja, die Talsohle könnte unterschritten sein, der Automobilsektor schwächelt stark. Der Vorstand sagt selber, es ist ein Übergangsjahr. Halbleiter sind zyklisch. KI gibt es auch noch. Also das fand ich jetzt als Argument irgendwie ziemlich dünn. Wie gesagt, es hat auch mich nicht überzeugt, was ich mir übers Wochenende zum Thema Infineon gegeben habe. Charttechnik sieht es wohl sehr, sehr gut aus. Deshalb würde ich auch gerne mit einem Long-Produkt anfangen, wobei die beide gleich sind. Ich habe also zwei Optionsscheine rausgesucht. Beide mit einem Strike, also Basispreis von 37,5. Das ergibt ein Aufgeld von 11. 11,16 zeigt der Onvista heute Morgen an. Ich leg dich gerade hier hin. Wir sind hier. 11,16. Sprich, die Aktie muss um ungefähr 11% steigen, damit du das komplette Aufgeld, also das, was jetzt an
nicht inneren Wert in dem Produkt drin ist. Das ist also genau am Geld. Wir sind heute Morgen bei ungefähr 37,50. Muss die Aktie um 10-11%, also 3,70 Euro in etwa steigen, damit du das Geld wieder drin hast. Ich habe den Tageschart hier nochmal aufgerufen. Das können wir uns nochmal anschauen. Das eben bei Marius war ja der Wochenchart. Und wenn wir das im Tageschart anschauen, dann haben wir auch diese Dreiecksformation. Und wir sehen, dass die Aktie hier rumzickt. Und er sagt dann auch weiter im Video, dass es durchaus sein kann, solche Dreiecke haben das Problem, dass es Zickereien gibt im Ausbruch. Also es kann hier Fehlsignale geben. Und man darf nicht zu früh euphorisch sein mit Long. Es kann passieren, dass wir hier einen Ausbruch bekommen und dann einen Abverkauf. Deswegen, also rein charttechnisch ist sie wirklich erst Long über 40. Sie müsste über 38, 39 steigen, um wirklich Long zu gehen. Und wie ist so die Volatilität in dem Schein? Wie sind die gepreist? Ist der Optionsschein besser oder ist ein Knockout hier empfehlenswert? Ich habe jetzt nur Optionsscheine mitgebracht. 35,4 ist die Volatilität bei dem Call. Wenn die Aktie jetzt steigt, wird das tendenziell eher wieder runtergehen, was das Produkt billiger machen wird. Und auch hier spricht alles dafür, dass du ein bisschen wartest, bevor du da einsteigst. Also es ist nichts, was ich heute kaufen würde, sondern ich würde warten, bis der Ausbruch nach oben kommt und sich bestätigt. Das heißt nämlich, wenn das hier rausgeht, kann es passieren, dass die Volatilität runtergeht und der Schein gar nicht so stark steigt, obwohl der Ausbruch schon gelingt? Also das ist ja eigentlich ein Idealszenario. Ich bekomme es gar nicht so teuer, als wenn ich jetzt einsteige. Naja, natürlich wird er steigen. Er entwickelt einen inneren Wert. Das Aufgeld wird ein wenig schwinden. Es sei dazu gesagt, es schwindet dann auch ein wenig dein Hebel. Also wir haben im Moment einen 5,2er Hebel auf dem Ding. Du bist dann danach vielleicht noch bei 4,8 oder so, wenn wir bei der 40 sind. Also der Hebel, der effektive Hebel, der geht ja ein bisschen runter. Aber ich würde trotzdem dieses Produkt nehmen, weil wenn das mal, wenn wir jetzt wirklich von der 40 ausgehen, 2,50 im Geld ist, müsstest du die 2,50 hier draufrechnen, um den ungefähren Preis zu haben. Ich glaube aber nicht mehr, dass es dann so viel Aufgeld sein wird. Das heißt, prozentual wird das Aufgeld dann dementsprechend weniger sein. Das sehen wir übrigens schon auf der Putzseite, zeige ich dir gleich. Also das war jetzt ein Call von Frontable, der sozusagen für die Aufwärtsbewegung geeignet wäre. Wie hoch ist der Hebel? 5,2 aktuell. Wenn du bei 40 reingehst, denke ich, bist du bei 4,8. Okay, und wenn man jetzt dann das Ziel hat, man sagt, okay, jetzt erstmal über die 40 drüber oder sogar eben dieses statistische Ziel oder was auch der Analyst sagt, so 52, dann wäre ja in dem Schein richtig noch Musik drin. Ja. Dann Heidewitzka. Also ganz ehrlich, wenn du, rechne dir aus, grob 5er Hebel, wenn du 20% in der Aktie machst, machst du 100% mit dem Produkt. Das ist ausgelegt auf Laufzeit Jahresende und das, weil ich davon erwarte, dass wir eine Bewegung sehen, so innerhalb der nächsten 3 Monate. Wenn du Richtung September schon raus bist oder Richtung Ende September, dann verlierst du von dem Aufgeld auch nicht mehr viel. Das heißt, die 10%, die du jetzt zahlst an Aufgeld, die wirst du wahrscheinlich ein bisschen weniger zahlen, aber die werden dann im Endeffekt dich gar nicht betreffen, weil das bleibt zumindest bis Ende September weitestgehend erhalten. Nicht alles, aber weitestgehend. Wird man hier gerne nochmal einen Sidekick auf den DAX machen. Die Infineon ist nun mal ein DAX-Wert und auch DAX entscheidend. Der DAX sieht nämlich gar nicht so schlecht aus, charttechnisch. Man kann sagen, okay, schlimmer geht's nimmer. Also die ganzen Argumente, warum es jetzt crasht, sind da. Aber charttechnisch haben wir hier eine gewisse Flaggenbildung. Und hier bei Wieland Art von Swissquote, also er arbeitet macht die Analysen für Swissquote, er sieht durchaus die Chance, dass wir hier oben bullisch rausgehen und dass wir hier eine positive Entwicklung sehen. Und das spricht eben auch dafür, dass die Infineon dann doch oben rausgeht. Wenn wir uns jetzt, wir wollen eigentlich hier nicht über die Indizes sprechen, sondern eigentlich mehr über Aktien. Aber hier kurz der Hinweis, warum wir eigentlich so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzen. Ja, der Markt ist nicht so stark, aber er ist immer noch stark genug, um nach oben auszubrechen. Wir haben ja auch so eine Dreiecksformation. Und wenn wir uns das aber im Tageschart anschauen, dann können wir nämlich hier sogar auch sagen, ja, vielleicht gibt es hier so eine Art Bullenflagge und hier oben können wir rausgehen. Und wenn wir im DAX rausgehen, dann gehen wir auch mit der Infineon oben raus. Ja, das ist so. Yeah. Und wir haben noch viel Platz nach unten, um dann trotzdem noch auszubrechen. Also im Moment
gibt es viele Argumente, dass die Infineon dann doch eben hier oben ausbricht, aber es kann auch ein Fake-Ausbruch sein und dann würden wir Short gehen und welchen Schein nehmen wir dann? Dann nehmen wir ein Produkt von Morgan Stanley. Das ist im Endeffekt genau das gleiche Produkt, nur umgekehrt. Also wieder 37,5 Strike. Ist auch ein Tick günstiger. Volatilität nahezu identisch, aber das Aufgeld ist halt geringer, weil es ein Short-Produkt ist. Kommt auch ein bisschen auf den Berechnungszeitraum dran. Normalerweise gibt es eine Call-Put-Parität. Das bedeutet, dass ein Call und ein Put ungefähr gleich viel wert sein sollten. Kommt noch Dividende und so weiter. Das macht das eine ein bisschen wichtig. Könnt ihr euch auf YouTube, gibt es genügend Erklärungen zum Optionspricing, könnt ihr euch anschauen. Aber es gibt normalerweise eine Call-Put-Parität. Dementsprechend, das Produkt ist sehr, sehr ähnlich. Hier haben wir einen 4,5er Hebel auf dem Weg nach unten und ein Aufgeld auch von rund 10%, 9,28 sagt er jetzt hier. Das Produkt ist im Endeffekt, wie gesagt, genau das gleiche, nur umgekehrt, läuft auch bis zum 20.12. Und damit ließe sich sehr, sehr schön, also wenn wir aus diesem Dreieck, dieses Dreieck haben übrigens mehrere Trader unabhängig voneinander, ich weiß nicht, ob die bei sich gegenseitig abgucken, aber mehrere Trader unabhängig voneinander vorgestellt. Auch der Martin von OnVista und so weiter hat in diese Richtung argumentiert. Die Tendenz, wie gesagt, die nehmen alle an, das Ding wird nach oben ausbrechen, sollte sich dann aber bestätigen. Also ich würde noch nicht so, wenn der wieder reinläuft in das Dreieck, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dann kannst du im Endeffekt schon reinspringen mit dem Ding und innerhalb des Dreiecks mit auf dem Weg nach unten was mitnehmen. Ansonsten, wenn du die untere Linie durchbrichst, spätestens dann springst du rein mit so einem Put. Und dann kommt immer die Frage, was ist bestätigen? Klar, Tagesbasis, Tagesschlusskursbasis ist so ein Indiz, aber wenn man sagt, ich will den Trade sogar mehrere Monate laufen lassen, dann ist sogar auch ein Wochenchart entscheidend. Das heißt, wie ist ein Wochenschluss? Und würden wir hier einen Wochenschluss in dieser Region 38, 39 bekommen, also hier eine grüne Kerze, die hier oben rausgeht, ich gehe mal noch ein bisschen, das ist jetzt ein Wochenchart, würden wir jetzt hier eine bestätigte lange grüne Kerze bekommen, dann ist es wahrscheinlicher, dass wir oben rausgehen. Haben wir aber hier auch so einen langen Docht wie hier, dann bleibt es wackelig und dann gibt es die Gefahr, dass die Infineon eben diesen Ausbruch, dass der nicht gelingt und dann käme unser Short-Produkt hier ins Spiel. Wie ist hier der Hebel? Auch 5 ungefähr? 4,5. Genau. Sehen wir hier. Ist, wie gesagt, das gleiche in Short. Das gleiche Produkt in Short. 9,28 Aufgeld. Mir gefällt es sehr gut. Morgan Stanley. Der Anbieter ist ein bisschen günstiger, weil wir auch noch oben ein bisschen raus sind. Aber das ist ganz, ganz okay. Coole Sache. Dann nehmen wir beide Produkte mal in die Shownotes rein, auf unsere Watchlist. Wir müssen aktuell noch nicht einsteigen. Wie im Video besprochen, es gibt verschiedene Szenarien. Und wenn der Gesamtmarkt schwächelt, dann könnte auch die Infineon unter Druck sein, auch wenn jetzt die BNP hier so sportliche Kursziele ausruft. Journalisten oder Analysten springen gerne mal auf fahrende Züge auf und sind auch manchmal nicht so der richtige Trigger für Kauf- oder Verkaufssignale. Deswegen ist die Kombination aus fundamentaler Einschätzung und charttechnischen Signalen eigentlich das Beste. Und hier haben wir jetzt einen Long und einen Short zurechtgelegt. Der Risikohinweis kommt wie immer von dir. Nur das kaufen, was ihr versteht. Nur, wenn wir über Hebelprodukte reden, nur das kaufen, wo das Geld auch wirklich über ist. Wir haben hier eine Situation, da sind die meisten Analysten sich der gleichen Meinung. Die fundamentalen Daten sehen alle ganz gut aus, gemäß der Analysten von den Banken. Charttechniker sind im Moment alle auf der Long-Seite, sagen aber, wenn dann. Das nur so vorneweg. Grundsätzlich gilt nur das kaufen, was ihr versteht. Schaut mal auf YouTube euch an, was zum Thema Call-Put-Parität bei Etzemani-Produkten. Und das war's. Thomas. Danke dir vielmals. Und wenn ihr Ideen habt, Long-Short-Ideen habt, schreibt sie gerne unten rein. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch. Abonniert die Kanäle, den Cashflow und den Tipp-Checker. Habt ihr wahrscheinlich schon gemacht. Vielen Dank, Flo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.